Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schuhplus Teleshop. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo Katrin, schön, dass du auch da bist. Also wir haben jetzt ja ganz viel Schuhplus hier sozusagen hier. Wir sind nicht nur, wir sind vor Schuhplus und Sendung Schuhplus und Schuhplus Teleshop und so weiter. Im Hintergrund ist Schuhplus hier zu sehen. Allmählich reicht es ja jetzt auch. Ne? Jetzt haben wir noch eigene Schuhplus, Schuhe hast du jetzt heute auch noch mitgebracht. Genau. Nämlich Gummistiefel für Damen. Ja, also man kann gar nicht Schuhplus genug haben. Deswegen habe ich heute mal... Na, hast du recht. Hast du recht. habe ich mal unsere abgefahrenen Gummistiefel von der Marke Schuhplus mitgebracht. Und zwar kam irgendwann mal so der Gedanke, es gibt Gummistiefel immer nur in so einem schnöden Grün. Grün oder so einem dunklen Gelb oder und Blau. Blau. So, Ende. Genau. Ende. Und da haben hier die beiden Chefs sich gedacht, nee. Tada. Feierabend, jetzt geht's mal rund und wird bunt, sozusagen. Das reimt sich sogar auch noch so schön. Ja, und damit das, damit ich, und damit das richtig rund und bunt geht, haben wir nämlich einst dazu auch in den sozialen Medien eine Umfrage gemacht, hatten ganz viele Muster eingestellt und gesagt, was sind eigentlich so die beliebtesten Modelle, die wir theoretisch in Übergrößen produzieren könnten bei den Gummistiefeln. Und da kamen einige tolle Vorschläge und dieses Modell war auch dabei. Mhm. Dieser wunderschöne Gummistiefel mit der Artikelnummer 14978 zum Preis von 49,99 und natürlich in den Größen 42 bis 45. Aber das war nämlich auch genau der Punkt. Viele haben sich ja bei uns gemeldet und gesagt, Mensch, eure Auswahl ist ja gigantisch. Ihr habt so tolle Ballerinen, ihr habt Pumps, ihr habt alles, was das Herz begehrt. Aber wenn man mal ein bisschen cool irgendwie im Garten unterwegs sein will, dann sehen wir aus wie Opa. Ne? Ja. Gibt es nicht mal Gummistiefel in bunt? Gab es nicht. Mit uns ja. Jetzt gibt's sie, genau. Wir haben ja auch eine ganz angenehme Schafthöhe von ca. 25 cm. Das heißt, die gehen eben nicht ganz bis zum Knie, wie Georg eben schon sagte. Also auch ideal für die Gartenarbeit. Also so kann man dann richtig schön buddeln und sprengen. Absolut. Was man auch möchte, das, was man auch sagen muss, das war, als wir gesagt haben, wir produzieren das Ganze selber, war uns die Qualität unfassbar auch wichtig, sodass wir gesagt haben, wir achten wirklich darauf, was State of the Art ist und somit bestehen die auch aus Naturkautschuk. Mhm. Ganz wichtig auf jeden Fall zu erwähnen, also hochwertiges Material, was da zum Einsatz kommt. Aber das Coole ist ja, deswegen haben wir auch unser It-Girl Katrin jetzt quasi gerade hier, Gummistiefel, benutzt man oder trägt man ja nicht unbedingt automatisch nur im Garten, sondern wenn man mal tatsächlich durch die Metropolen dieser Welt schaut, da laufen die Mädels wirklich, wenn sie mit Business-Outfit anhaben, laufen die mit Gummistiefeln zur Arbeit, ne? Ja. Ohne dass es regnet. Ja. Also es ist tatsächlich ein Hingucker. Ne? Absolut, gerade in diesen Farben. Ne? Also wir haben die auch tatsächlich noch in anderen Farben, die werden wir demnächst auch nochmal vorstellen. Definitiv. Aber wenn ich jetzt auch in kurzer Hose zum Beispiel... Genau. Geil. Sieht toll aus, also wirklich richtig schön, aber man muss auf jeden Fall noch zu der Größe etwas sagen. Also wer jetzt zum Beispiel die normale Größe, sagen wir mal so 42 hat, 43 hat, sollte die eben nicht bestellen, sondern... Eine Nummer kleiner, die fallen sehr groß aus. Ja, fallen auf jeden Fall größer aus, das muss man berücksichtigen. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel grundsätzlich immer, ziehe ich Gummistiefel an mit sehr, sehr dicken Wollsocken. Ja. Also dann muss man sagen, wenn man so 42 hat, dann kann man auch die 42 halt nehmen. Aber wenn man sagt, ich gehe eigentlich nahezu nur mit ganz dünnen Socken dann irgendwie rein, also wirklich dran denken, die fallen einfach größer aus, das muss man dabei berücksichtigen. Schönes Modell, was wir von Schuhplus bei Schuhplus haben und heute bei Schuhplus präsentieren durften im Schuhplus Teleshop. Ich werde wahnsinnig dabei. Mit der Schuhplus-Angestellten. Und genau, und den, beiden. Und also mehr Schuhplus gibt es überhaupt gar nicht. Du kannst dann immer wieder dann noch überraschen mit gewissen Formulierungen. Absoluter Traum. Also. Von daher sagen wir, danke fürs Zuschauen und wer natürlich mehr von Schuhplus, egal ob in Person oder kann auf jeden Fall auf unserer Internetseite natürlich eine Menge dann über uns finden und entdecken, aber auch natürlich logischerweise über die unterschiedlichsten Gummistiefel, die wir haben, unter der Marke Schuhplus auf der Webseite von Schuhplus auf schuhplus.com. Jetzt mag ich das Wort auch nicht mehr sagen, jetzt hören wir auch auf. Schuhplus. In dem Sinne, allen einen wunderschönen Tag und wir sagen bis bald. Ciao.